Folge 17 von Majora's Mask. Fabian, was machen wir? Wir teleportieren uns jetzt. Hoffentlich habe ich den richtigen Song gespielt. Ja, ich habe den richtigen Song gespielt. Das geht super los. Ach, guck mal hier. Wir haben es drauf, Das ist halt Skill-Gameplay hier, was ihr hier seht. Speedrun? Speedrun. Immer noch Speedrun. Immer noch. Folge, was hast du jetzt gesagt? Nachdem wir 8 Folgen in der Hauptstadt waren? Na, Folge 17. Dann 9 Folgen. Oh, ja, Speedrun. Wir sind praktisch schon fast durch. Ja, ja. Dann haben wir schon alles. Richtig. Gut, wir machen heute... was machen wir? Wir machen jetzt das Kulturhaus. Wow! Klingt toll. Du klingst nicht begeistert. Ich weiß noch nicht so genau, was uns erwartet. Na, kannst du dich an die Skulptula aus Ocarina of Time erinnern? Natürlich, wer könnte das nicht? Und es wird besser. Noch besser? Es war doch schon da immer so spektakulär toll. Ich weiß, aber es wird noch besser. Seit wann ist dieser Kanal eigentlich so ein Teleshopping-Kanal? Wir versuchen die Leute irgendwas anzudrehen. So klingen wir nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht, Dennis. Aber wo du gerade von anderen redest. Wolltet ihr nicht T-Shirts mit unseren Gesichtern drauf kaufen? Nein. Die will niemand, Dennis. Das nicht mal unsere Eltern. Deswegen schmeißen wir sie jetzt zum Ja, ja, dass deine Eltern kein T-Shirt mit meinem Gesicht haben wollen, kann ich schon verstehen. Ja, also. Mit meinem auch nicht. Achso, ne, das würde mich jetzt an deiner Stelle traurig machen. Nee, ich kenne mein Gesicht, deswegen verstehe ich das. Mm. Sehr gut, Fabian. Selbsterkenntnis. Ja. Richtig, ist der erste Weg zur Besserung. Es gibt Besserung. Wir haben ja gespeichert, als wir den Tempel hinter uns gebracht hatten. Das war toll. Ich möchte darauf verweisen, wie toll das war. Ja. Wenn ihr die letzten Folgen verpasst habt, guckt sie auf jeden Fall. Richtig, alle nochmal. Das war ein Speedrun. Das war ein super Speedrun. Wir haben alle Feen gefunden. Ja, deswegen haben wir was für eine Belohnung bekommen? Wir durften die große Fee auf die Titten starren. Genau. Und was gab es als Nebenbelohnung? Das weiß ich nicht mehr. Das war mir auch unwichtig, nachdem ich die Brüste gesehen hatte. Richtig. Die Wirbelattacke. Ach, die Wirbel. Ja, stimmt. Diese richtige, starke Wirbelattacke. Genau. Also... Okay, das sieht nicht, schon nicht. Oh, ein Hund! Hundi! Jene welche solche? Aber du hast den Hund gar nicht getötet, das ist voll die schwache Wirbelattacke. Ja, das ist nämlich eine Nicht-Kanine. Ah. Und jetzt hören wir auch hier wieder dieses. Da durften sie dann den Soundeffekt endlich mal wieder. Chef, ich habe hier noch eine Sounddatei. Mach einfach. Die haben wir bei. Das war die häufigst genutzte Sounddatei bei Ocarina of Time, dem. Du meinst. Ja, genau, die durften sie ja auch direkt wieder einbauen, aber... Genau. Das das hat doch gedauert. Was war das? Das war ein goldener Scooter. Oh, cool. Das ist Nummer 1. So, erklär doch mal, was es jetzt hier mit auf sich hat. Also, wir hatten natürlich vorne wieder einen Typen, der vom heftigen Skulltula-Fluch erwählt wurde. Oder, nee, wie sagt man das? Verflucht. Ja, aber irgendwie ein anderes... Jedenfalls hat er einen Skulltula-Fluch abbekommen, ist eine halbe Spinne. Und will natürlich, dass wir ihm helfen. Und um ihm zu helfen, müssen wir einfach alle Skulpturas töten. Und in Räumen, die Skulpturas noch haben, hören wir dieses. Das da, genau. Und je näher wir Skulpturas kommen, desto eher hören wir das auch. Den habe ich jetzt aber auch schon wieder nicht mehr gesehen. Sieht man die überhaupt? Ja. Ich habe den jetzt gerade, da waren noch nur zwei Boxen, zwei Karaffen. Genau. Die war da drunter. Achso, also, da drunter. Ich habe halt nur gehört, dass es da in der Nähe war. Versteckt sich also vor uns. Ja, es gibt in diesen, oder in allen, glaube ich, nur 30 Skulpturas. Aber davon. Wir müssen jetzt alle 30 finden, damit er glücklich wird, oder was? Nee, also nur in diesem Haus die 30, genau. Okay. Es gibt dann noch ein Strandhaus, da gibt es eine große Geldbörse. Und hier gibt es eine Maske. Aha, und was für eine? Die Maske der Wahrheit. Die wird später noch wichtig. Im Gegensatz, also die Maske der Wahrheit war in Ocarina ja dafür da, dass wir mit den Weisheitssteinen reden konnten, die uns dann so ein paar Tipps und Tricks gegeben haben, also eigentlich nicht so wichtig. Hier ist es so, dass wenn wir die Maske aufhaben und wir zum Beispiel Hunde aufnehmen, deswegen ist auch vorne ein Hund, dann können wir die Gedanken dieser Hunde lesen. Yay, mit Tieren reden. Richtig. Das und später gibt es noch... Du Arsch. Später gibt es noch ein Hunderennen. Natürlich. Gibt es ein Hunderennen und wenn wir da nicht einfach blind raten wollen, nehmen wir einfach die einzelnen Hunde auf und der Hund, der sagt, oh, ich fühle mich heute richtig. Ich bin so aufgepumpt. Gib mir mehr Steroide. Yes. Dann setzen wir einfach auf den, der gewinnt dann und dann kriegen wir ein Herzteil oder ganz viel Kohle. Geil. Ja.
Und mit Kohle kann man Energie erzeugen, also ist das was Gutes. Richtig. Ja. Kohlekraftwerke sind eh die energieeffizientesten Kraftwerke, die es gibt. Die Energie der Zukunft. So, eigentlich hat man ja gesagt, hier ist schon alles fertig, aber... ich höre doch noch was. Genau, unterm Stein könnte was sein, aber wir haben leider... Oh, doch, wir haben leider keine Bomben, außer diese fünf. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben natürlich die Kabum-Maske. Aber wenn wir Bomben haben, dann bomben wir hier Scheiße weg. Okay. Da ist ein Loch im Boden. Da ist ein Loch im Boden. Da brauchen wir wohl Spachtelmasse für. Ja. Oder Gips oder so. Oder wenn Löcher in Wänden sind, die da einfach mal random reinkommen, weil irgendwelche Freunde Löcher reinbohren. Die dann plötzlich sehr groß sind, offensichtlich. Ja. Und die man dann komischerweise wieder zumachen muss. Ja, ist jetzt natürlich ein Insider. Wir haben vor der Aufnahme gerade so einen Fall gehabt und uns sehr amüsiert. Apropos. Moment. Warum ist es hier lauter? Es ist ziemlich laut. Ah, haha. Aha. Bist du etwa hier? Dum, dum, dum. Erwischt. Erwischt, aber wie kriegen wir dich da runter? Gar nicht? Das wäre ja natürlich doof, dann... Tja, wo ist denn jetzt der Greifhaken, wenn man ihn braucht? Ja, haben wir den nicht schon bekommen? Ach nee, das war ja letztes Mal nur die Riechmaske, die wir bekommen haben. Jupp. Ja, scheiße, nur eins. Dreck. Dennis. Was? Was soll denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Ja, voll... Ach, shit. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Mann, so ein Dreck aber auch. Jetzt hör doch mal auf. Alles gut. Chill mal. Chillax mal. Ich habe gedacht, das wird eine richtig gute Folge. Ich wusste gleich, wo es hingeht. Gleich den Tempel machen. Und dann, ha, wir können nicht bomben. Ha, doch, ich habe die Bombenmaske. Es ist doch erst schon sieben Minuten. Da kann doch immer was schief gehen. Die ersten 7 Minuten waren total super. Nee, 7. Wie immer. Der ja. Spielkindfluch. Ja, es ist tatsächlich so. Ah. Kann man nicht anders sagen. Na gut. So, was machst du denn jetzt? Du besorgst uns jetzt den Greifhaken? Nee. Gut. Den kann ich nicht besorgen, weil der in einem Tempel ist. No. No. Dann machen wir jetzt anderweitige tolle Sachen. Genau. Wir holen uns jetzt erstmal die Kohle in der Truhe um. Ja. Dann gehen wir zu Tingle, kaufen die eine Karte, die wir noch nicht haben. Genau. Und auf dem Weg dahin machen wir noch einen Speicherpunkt und holen uns dann die vielleicht beste Maske in diesem Spiel. Geil. Nämlich Majora's Mask. Majora's Mask. Die kriegen wir nämlich jetzt. Genau. So im ersten Drittel des Spiels. Wir gehen einfach zum Skull Kid. Ey, du, kann ich mal kurz deine Maske haben? Ja, klar. Aber bring sie nachher wieder mit. Okay. Ich brauche die noch. Wir haben nämlich hier einen ganz tollen Insider-Joke fürs Internet. Wir haben hier Stroh hingelegt und da können wir was voll Gutes draus basteln. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Maske dafür für die Gags, sonst funktioniert das nicht. Richtig. Sonst müssen wir wieder in die Feuerwehrstation und Alarm schreien. Mir war neulich im Kino, ist ein bisschen peinlich. Wir haben einen Trailer gesehen für den Film von den Lochis, von diesen YouTube-Brüdern. Die so lustig sein sollen für junge Menschen. Okay, sind noch nie davon gehört. Es sind zwei deutsche junge Männer, so, weiß ich nicht, 17, 18, keine Ahnung, wie alt die jetzt gerade sind. Also so jung halt. Mhm. Und die machen halt, die haben Millionen Abonnenten und sind halt so lustige YouTuber. Okay. Für junge Menschen, also wirklich jung. Also so, ne, meine Schwester ist 14, die mag die ganz gern. Okay. So und... Hat die uns auch abonniert? Ja. Okay. Ja. Also, sonst hättest du so auf die Nase bekommen. Also als kleine Schwester kann man das dem großen Bruder natürlich nicht antun. Also ich glaube, bei euch da draußen wird der Name die Lochis schon was sagen. Die sind schon relativ bekannt. Wo bist du denn da gerade reingefallen? Na, in das Loch. Das kann man immer erkennen an den Lochis, Schmetterlingen. Ja, ja, okay. Will, was ist das? Das ist ein Ding, was uns gerade töten will. Oh Gott. Dann töte es first. Okay. Ja, auf jeden Fall haben wir da diesen Trailer gesehen im Kino für diesen Film. Also ich mache jetzt wohl auch einen eigenen Die Lochis der Film, so unter dem Motto. Okay. Ich glaube, der heißt Bruder vor Luder oder so heißt der. Ja. Der Humor ist auch entsprechend. Also sah so aus. Aber es gab den einen Witz, wo ich lachen musste beim Trailer. Okay. Und zwar gleich der Abschlusswitz. Da brechen sie irgendwo ein in so einem Bauernhof oder sowas. Aha. Und da werden sie dann erwischt. Oder einer von den Brüdern. Okay. Und der bricht halt so wie so ein Einbrecher angezogen ein, ne? Mhm. Da wird er so erwischt von jemandem und der meint dann, wieso hast du eine Maske auf? Und er so, keine Ahnung, wieso liegt hier so viel Stroh? Okay. Und also es war ganz gut getimed, der Gag so. Ja. Also ganz gut die Aussagen getimed und die Szene war halt nicht zu, hat nicht zu sehr an diesen Porno erinnert, sondern es war schon sehr anders. Das war von Porno? Ja, ja.
tatsächlich. Nee, von diesem Internet-Meme, was nichts mit dem Porno zu tun hat. Ja, genau. Ah, okay. Also das war schon ganz... Aber ich hatte das befürchtet, dass ich solche Trailer sehen muss, wenn wir Fuck You Goethe 2 gucken, weil natürlich im Vorfeld dann auch so deutsche Filmtrailer für deutsche Komödien wahrscheinlich laufen werden. Ja. Und meistens guckt man ja dann doch nicht sowas. Also aber ich zumindest nicht. Glaubst du, dass die so junge Generation den Porno-Witz überhaupt versteht? Das ist ja der Witz. Ich weiß es nicht. Da habe ich nämlich auch... Ich habe gelacht und im Kino saß ja ein Publikum, was, sagen wir mal, zur Hälfte mindestens der Zielgruppe von den Lochis-Filmen entsprach. Mhm, ja. Fuck You Goethe gucken eben auch noch ein paar etwas andere Leute, ne? Mhm. Spielen ja auch ältere Schauspieler mit und ja. Der Humor ist nicht ganz so total doof, kindisch. So. Das heißt, das Kino war nur so zur Hälfte mit 13-, 14-Jährigen voll und die andere Hälfte waren so in unserem Alter oder älter. So. Mhm. Und also von diesem Witz, da haben nur sehr wenig Leute gelacht. Aber bei den ganzen Witzen davor, in diesem Lochis-Trailer, haben die ganzen Kinder sind alle abgegangen. Also ich glaube nicht, dass den alle verstanden haben. Ja. Wenn du so 14 bist, so kriegst du... Und die Lochis, wie alt sind die? Ja, wie gesagt, jetzt sind die, glaube ich, so knapp erwachsen. Aber ich glaube, die haben angefangen, als sie so 13 waren oder so. Also okay. So vor 5 Jahren oder sowas. Korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst. Aber ich habe mal eine Reportage im Fernsehen gesehen über... zu diesem, das waren bei diesen YouTube-Days, die in Berlin mal waren, irgendwie vor einem Jahr oder so, wo man dann ja, so... Ja, stimmt, wo dann so ein paar Werbungen für Leute waren, von denen ich auch nicht gehört. Richtig, also da war das, der einzige, von dem ich gehört hatte, war dann LeFloid, der da auch irgendwie gekommen war. Und ansonsten dann auch nur solche Leute. Fabian kauft hier übrigens derweil gut ein. Das machst du sehr schön, aber da brauchst du ja meine Hilfe bei nicht. Deswegen kann ich erzählen. Du bringst das gut rüber gerade. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, da habe ich diese Reportage gesehen und da haben sie so ein bisschen das aufgerollt, wie die ihre Karriere begonnen, also Karriere, so dieses YouTube-Ding begonnen haben. So halt zwei Brüder, Jungs, die einfach Lust hatten, mit ihrer Kamera rumzublödeln und so. Die haben deswegen ja auch von Anfang an so lustige Sachen einfach gedreht und nicht irgendwie Reportagen oder Let's Plays, sondern einfach nur so Gags und Sketche und so ein Zeug. Und das war halt vor 4-5 Jahren oder so, als YouTube noch nicht so groß war. Und dann sind sie halt mitgewachsen. Ich denke mal, die werden jetzt knapp erwachsen sein. So, Pferdetraining. Genau, wir sind derweil auf der Graumann-Rennbahn. Pony-Training. Wenn du dich an Ocarina of Time erinnerst. Ja, an alles. Du kannst mich alles fragen. Richtig, auf der Long Long Ranch. Frag mich bitte nichts. Nee, gut. Deswegen wollte ich es erzählen. Auf der Long Long Ranch gab es ja 7 Jahre in der Zukunft den bösen Gorman, der die Ranch übernommen hat. Ach so, und Epona geklaut hatte. Und das sind jetzt die Gorman-Brüder, ein Trio. Nein. Genau. Gibt es von denen auch schon einen Kinofilm? Und wenn du ihn dir anguckst, ist es ein Gorman-Bruder, der hat was Gelbes an. Ja. Der hat so ein bisschen was Grünes an. Und wir erinnern uns an den Gorman-Bruder in der Stadt. Der hat was Rotes an. Erinnert sich das an irgendwelche 3 Brüder aus Videospielen? Link? Nee, tut mir leid. Ich sehe es nicht. Okay. Das sollen Mario, Luigi und Wario. Doch, ja, Wario. Ja. Sein. Brauche ich erstmal? Ja, sicherheitshalber. Ja, ich meine, der Bart ist schon relativ auffällig. Also, und es sind halt Italiener. Und sie sind Brüder. Und Brüder kennt man ja nur von Italienern und von Mario und Luigi. Genau. Weiß man. Gibt ja sonst. Ja, wie viele Videospielbrüder gibt es denn? Was ist das denn? Was ist denn das für ein Gras? Das soll sich mal gefälligst benehmen. Genau. Davon gibt es ein paar Stellen. Wenn du Grasbüsche zaust, dann rennen sie weg. Und mit einer speziellen Maske können wir dann einen Fuchs herbeibeschwören. Aber dazu später. Ja. Genau. Das Skull Kid war hier auch schon vor uns. Ah. Der Kerl haut jetzt schon seit 3 Tagen auf diesen Stein ein. Und schafft es dann erst wirklich am 3. Tag, den kaputt zu machen. Was für ein Scheißjob, auch noch bei Regen. Ja. Aber für manche Aufgaben brauchen wir es halt, dass wir schneller auf die Ranch kommen. Ja. Deswegen können wir uns später noch einen Weg freispielen, diesen Stein früher kaputt zu machen. Mhm. Weil man sonst nur am Ende, am 3. Tag da noch hin könnte. Genau. Aber für die Initialsachen reicht es der 3. Tag, wenn er das dann alles kaputt gehauen hat. 2. Tag. Ey, Junge. Immer noch nicht fertig? Okay, stehe ich nochmal 12 Stunden hier. Oh Mann. Das Spiel besteht aber schon auch ziemlich aus Warten eigentlich. Ne? Findest du? Ja. Oh. Ja, man muss halt wirklich viele Zeitabläufe erstmal irgendwie rausbekommen, weil
wenn du es nicht wüsstest und es das erste Mal spielst, kommst du halt hin und der sagt dir, ja, ich muss noch einen Tag raufkloppen. Und wenn du dieses Lied nicht kennst, dann rennst du erstmal rum, farmst vielleicht ein paar Juwelen oder Rubine. Ja. Oder Rupien. Dann hat er das irgendwann geschafft. Ringo Starr hier. Und dann steht er da einfach nur rum, anstatt nach Hause zu gehen zu seiner Frau, die ihn seit Tagen vermisst. Ey, wenn ich seit 3 Tagen auf so einen Stein einkloppe, dann würde ich auch erstmal nur dastehen und mich erholen. Nicht mal was zu trinken holen oder so? Ich brauche kein Trinken. Ja, okay. Der Übermensch hat wieder zugeschlagen. Ich glaube, du hast gerade was getrunken. Nee, das war Photosynthese. Das verwechseln viele Leute. Fabian, weißt du was? Die tollen Geschichten, die wir auf der Romani Ranch erleben werden, seht ihr erst in der nächsten Folge. What? Ja. Da hast du mich gerade vor dem Kopf gestellt. Bis dann. Macht's gut.